Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Tod und Verderben. So, Frustration alleine muss reichen. Ja, wir stehen Groudon gegenüber und ich denke mir so, was soll da schon schief gehen? Ich meine, was soll schon passieren, dass wir hier Probleme kriegen? Alles, ganz ehrlich, alles. Deswegen schmeiße ich ihm doch jetzt erstmal... Weil ich will wissen, welches Level es ist. Ich schmeiße ihm erstmal einen Doomsy dann kommen. Fell to the ground. Na super. Moment, Counter-Attack? Ich bin schon... Okay, das ist gut. 15 Schaden. Das ist immer noch viel im Vergleich zu meinem Leben, aber das ist nicht so viel insgesamt. Okay, scheiß drauf. Stunseed. So. Groudon, wieso greifst du... Ach so. Das ist natürlich doof. Das hebt den Status auf. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Fuck. Du musst ja Poison Jab machen, ich hab nicht aufgepasst. Aber ist eigentlich egal, welche Attacke. Es hat eine Bodenattacke. Das ist ganz schlecht, weil wir blöderweise beide eine Bodenschwäche haben. Dann versuchen wir es mit Totter. Confusion. Natürlich trifft es trotzdem und kriegt den Boost. Ja, nee, ist klar. Okay, noch alles im grünen Bereich. Ich esse erstmal eine Sinelbeere. Wow, ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre eine Sinelbeere, aber nein, es ist das Fake-Item. Hab ich nicht bemerkt, wirklich. Sehr gut. Beliebersam Nummer 1, jetzt sieht es leider echt scheiße aus. Okay, dann esse ich den Boost. Groudon will jetzt erstmal ein paar Runden nicht treffen, deswegen kann ich mal versuchen, es in der Zwischenzeit zu vergiften. Okay, zum einen sah es jetzt echt witzig aus, weil es halt doppelte Geschwindigkeit gerade hat. Es ist so durch die Gegend rennt, aber what the fuck, das war Schaden. Wieso bleibt Fukano auf der Stelle stehen? Alter Schwede. Achso, ja stimmt, Fukano wurde ja verlangsamt. Hab ich auch vergessen. Alter Schwede. Gut, dass das gerade die ganze Zeit daneben geht. Der Totterseed rettet mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen in den Arsch. Und der hat auch schon aufgehört zu wirken. Moment. Stopp, was ist gerade passiert? I came terrified, wie geil! Moment, das... Erstens, das überrascht mich ein bisschen, dass das auf Gegner wirkt. Zweitens, das könnte bedeuten, dass er jetzt nicht angreift, ne? Ist ja eigentlich der Effekt davon. Ich hab noch einen Reviver-Seed, ne? Genau. Dann werfe ich dir... Ne, was war denn das? Den? Ich weiß nicht, bei welcher Samen es war. Ich nehme den. Ja, ich glaube, jetzt greift... Ich hoffe, jetzt greift er mich nicht mehr an. Sicher bin ich mir nämlich leider nicht. Stench cleared. Okay, aber er kann nichts sehen. Ja. Ach so, gut. Es ist doch gerade sehr erstaunlich. Ich bin es nicht gewohnt, so übermäßig taktisch... Oh, schon geschafft. Ich bin es nicht gewohnt, so übermäßig taktisch zu kämpfen in diesem Spiel. Normalerweise ist meine Methode halt für dich, yo, hast zwei, drei Belebersamen dabei und dann gibst du dem Gegner volles Pfund aufs Maul und es funktioniert. Da ich jetzt ziemlich einen Belebersamenmangel habe, muss ich da echt mit Taktik angehen. Finde ich aber gut. Ist mal was anderes. Ja, wir haben Groudon besiegt. Voll geil. Ha, von wegen unbesiegbares legendäres Pokémon. Ha, das machen wir. Oh. Das war nicht Groudon, das war nur eine... Illusion. Eine Illusion, die ziemlich feste draufgehauen hat, zugegeben, aber trotzdem. Wobei, wir sind nur einmal besiegt worden. Das war sogar von der Fake-Sinelbeere. Ja, wahrscheinlich war das Ding einfach hochgradig giftig, hat uns instant gekillt und ja, dann wurden wir halt wieder belebt vom Belebersamen. Und in Wahrheit hat Groudon wirklich nie dagestanden, wir haben einfach nur irgendwas in die Gegend geboxt. Hallo Selfie übrigens. Uxi, ich finde den Namen irgendwie so komisch im Englischen. Vor allen Dingen... Ich weiß, Vesprit heißt Mesprit im Englischen. Bei Tobuz habe ich es gerade vergessen. Aber Selfe Uxie. Keine Ahnung warum.
Wobei es vielleicht was Griechisches ist, weil ich glaube, Odysseus hieß sogar im Englischen Ulixes oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. Vor allem, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber geschrieben wird es halt irgendwie Ulixes. Sieht übrigens auch sehr schön aus. Dafür mag ich das Gebiet hier, diesen ganzen Nebelseekram. Sieht echt hübsch aus. Volbeat und Illumise. Und da unten im See ein Zahnrad der Zeit. Ja, genau. Und mit Groudon. Mit Groudon hat Selfie halt immer. Tschüss, muss gerade auch großartig. Mit Groudon hat Selfie immer die Eindringlinge verscheucht. Und es ist ganz schön, dass Groudon so unglaublich flackert. Eigentlich sollte es halb transparent dastehen. Das Blöde ist nur natürlich, dass. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Emulatoren kommen grundsätzlich nicht mit einer Halbtransparenz zurecht. Das wird immer dann so als flackernd dargestellt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht an der Framerate oder so. Keine Ahnung. Wobei, was soll das damit zu tun? Ich weiß es nicht. Wäre jetzt halt wegen des Flackerns irgendwie so meine Vermutung, aber keine Ahnung, wie das zusammenhängen soll. Achso, genau. Was machen wir überhaupt hier? Stimmt ja. Moment, was? Achso. Knuddeluff. Der ist wahrscheinlich durch die ganzen Dungeon durchspaziert und jeder Gegner, der ihm blöd gekommen ist, den hat er halt eine Schelle gegeben und plötzlich hing der Gegner in der Wand. Hat so einen schönen Abdruck hinterlassen. Hallo Groudon, voll cool, willst du ein Freund sein? Ich mag Knuddeluff. Das ist zum Beispiel so eine sehr interessante Sache. So, in normalen Pokémon-Editionen wäre Knuddeluff für mich so ein Pokémon so. Ist mir vollkommen egal eigentlich. Pummeluff zum Beispiel finde ich durch die Serie, den Pokémon-Anime, irgendwie so ein bisschen dämlich. Das fand ich irgendwie. Weiß nicht, was der Quatsch sollte. Fand ich auch tatsächlich einfach nicht witzig. Aber dank dieses Spiels finde ich Knuddeluff zum Beispiel einfach mega geil. Und es sprudelt. Apropos sprudelt, ich sollte mir gleich mal was zu trinken holen. Noch so ein schönes Bild. Achso, ja, gut. Mir ist aufgefallen, dass ich die Bilder nebeneinander habe in der Aufnahme. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Moment, ich kann, glaube ich. So? Ja. Sieht auch nicht so viel besser aus. Das ist nämlich dieser graue Balken in der Mitte. Okay, scheiß drauf. So sieht es auch schön aus. Gut, sorry, dass wir dich gestört haben. Wir gehen wieder. Selfie ist sogar so nett und lässt uns unsere Erinnerungen. Achso, übrigens, vorhin bin ich dafür voll drüber weggegangen. So, nein, Selfie hat tatsächlich nicht unsere Erinnerungen gelöscht. Das war ja noch so eine Vermutung, als wir gehört haben, dass das der Fall sein könnte. Und das war's auch schon mit der Expedition. Jetzt geht's zurück zur Gilde. Zum Glück müssen wir den Rückweg nicht nochmal komplett alleine spielen. Hätte ich irgendwie keine Lust zu. Wobei ich ehrlich sagen muss. Ah, sehr schön. Dann haben wir jetzt auch das Gebiet hier frei. Die Höhle war das, glaube ich, am Anfang. Nice, Treasure Bag ist bigger. Das ist gut. Ah, genau. Eine neue Mini-Episode. Und zwar die von Knuddeluff, eigentlich aus seiner Kindheit, als er noch ein Fluffeluff war. Fluffeluff, der Name klingt übrigens scheiße niedlich. Der klingt so niedlich, ich könnte kotzen. Das ist so süß, ich krieg Diabetes. Das Knurr. Ah. Zwirfinst im Deutschen. Ziemlich sicher. Moment, das Knurr, wirklich? Ist Knurr nicht irgendwie, ich glaube, Französisch oder sowas für Nacht oder für dunkel? Und Dusk bedeutet doch hier Dämmerung, Abenddämmerung.
Wow. Deadname, das ist mit Zwirfins der lieber. Ist zwar auch quasi, ja, Zwirfins, ein bisschen wie Zwielicht und Finster, ist er genauso dämlich quasi, aber meine Fresse, es klingt besser. Zumindest in meinen Ohren. So. Das Schöne ist auch, wir sind Team Skull los. Niemand wundert sich, wo sie hin sind, aber wen interessiert's? Viel blöder ist, ich habe so einen halben Part über und. Was? Ah, okay, kommt eh noch eine Cutscene. Wie jetzt? Du kannst den Fußabdruck nicht identifizieren. eigentlich hatte ich gehofft, dass ich irgendwie so schön passend den Part beenden kann, dass ich dann erstmal mein Inventar aufräumen kann und das Lager, denn ich habe jetzt eine ganze Menge Items, um die ich mich mal kümmern müsste. Mein Lager ist voll mit Zeug. Zwirfins. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich fand Zwirfins eigentlich vom Design her mal ein ziemlich cooles Pokémon. Wer ist das überhaupt? Das ist Zwirfins, der berühmteste aller Erkunder. Der aber irgendwie auch seltsamerweise so aus dem Nichts kam, erst kürzlich und trotzdem schon weltberühmt. Voll interessant. Und vor allen Dingen, er weiß unglaublich viel und arbeitet immer allein. Ich meine, gut, das ist jetzt irgendwie. Knuddelhoff kann das wahrscheinlich auch. Immer allein durch Dungeons gehen und dabei alles ummöbeln. Und naja, ich meine, wir sind immerhin auch nur zu zweit, ne? Wobei, stimmt gar nicht. Ich habe ja immer eigentlich noch zwei Teammitglieder dabei. Apropos, die muss ich jetzt auch mal irgendwie nachleveln wahrscheinlich. Naja. Ein paar Aufträge und dann passt das schon. Hoffentlich. Hey, das ist Zwirfins. Der ist voll geil und wird eine Weile jetzt hier bei uns in Schatzstadt bleiben und, jo, seid nett zu ihm. Voll geil. Ich überlege gerade, Zwirfins. Ich glaube, es gab sogar, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade dran denken muss, aber ich glaube, Zwirfins gab es sogar als Bossgegner in Pokémon Ranger 2. Das war auch eigentlich ein cooles Spiel. Bisschen leicht vielleicht auch etwas, aber ansonsten, schönes Spiel. So, ganz wichtig. Craggy Coast. Das will ich sogar machen. Craggy Coast ist eigentlich gut. Eskorte. Moment. Wasserfallhöhle, ja, die ist jetzt schon eine Weile her. Das ist vor allem, das war der Dungeon ohne Musik, ne? Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf, weil ich nicht immer Musik einfügen will. Ich habe es noch einmal gemacht, weil ich es immer vergessen habe, aber trotzdem. Hier vielleicht was Interessantes. Craggy Coast. Es steht leider nicht, was für ein Gegner. Doch, Ralts. Also ein Trassler. Traue ich mir das zu? Ich versuche es tatsächlich mal, glaube ich. Genau, Mount Horn ist zum Beispiel ein Dungeon, den ich, glaube ich, lieber meiden würde, weil da waren ja, glaube ich, schon die Dictries. Habe ich ein bisschen Angst vor. Und halt den Nebelwald würde ich, glaube ich, auch am liebsten keine Aufträge jemals wieder annehmen. Interessant wäre allerdings. Ich muss erst mit Geld holen. Interessant wäre. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal alles, weil ich vorhin die ganzen Dinger, die ganzen Boxen öffnen muss. Was wollte ich jetzt sagen? Ich verliere die ganze Zeit wieder den Faden. Das ist immer super. Genau. Auf Mount Horn haben wir ja, ich weiß nicht mehr, war das da oder in der Craggy Coast? Ich hab's vergessen. Haben wir die Fossilien gefunden. Deswegen müsste ich vielleicht echt mal gucken, dass ich noch ein oder zweimal durchgehe. Moment, kann ich eigentlich alles lagern? Ja, muss ich aber manuell machen. Ups. So. Weil diese Fossilien hätte ich irgendwie sogar ganz gerne. Ein paar von muss ich mal gucken, dass ich mich darum kümmere. Jetzt muss ich eigentlich viel eher mal gucken, wie mache ich das. Ich muss jetzt erstmal ziemlich Zeug verkaufen. Death Scarf, brauche ich den? Was ist die Kindes da, das Fragezeichen hat. Kann ich auch eins verkaufen.
20. Den nehme ich mal weg, weil ich habe die Scope Lenses. Oh, stopp, nein. Die Gaggles kann ich verkaufen, nicht die Goggles. Sowas, genau. Die kann ich auch verkaufen. Davon verkaufe ich auch mal einen. Falls es überhaupt geht, manche Items kann man ja leider gar nicht verkaufen. Die kann ich verkaufen. Die auch. Ich kann jetzt 40 Items tragen. Wow, das ist doppelt so viel wie im ersten Spiel. Und die werden auch alle verkauft. Die könnten zwar für, Dream Eater? Nice. Könnten zwar natürlich noch interessant werden für ein paar Bosskämpfe, aber ich glaube, das ist okay. Was ist Plug nochmal für eine Attacke? Ich weiß es gar nicht mehr. Solar Beam, 2-Runden-Attacke lasse ich, glaube ich, auch lieber. Swagger ist Angeberei, das brauche ich auch nicht. White Slash, weiß ich gerade nicht. Die VMs, also ich weiß gar nicht, ob ich die VMs verkaufen kann, deswegen versuche ich es mal. Die brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Den. Eigentlich brauche ich die alle nicht. Oh, mein Inventar ist voll, okay. So. Alles, was ich dabei habe, kann ich die. 6000, nice. Deswegen, es hat sich ja durchaus gelohnt mit der Expedition. Eine ganze Menge Zeug haben wir bekommen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, da. Die brauche ich nicht. Hagelbräuer ist recht nicht. Die behalte ich sogar. Die könnten nützlich werden. Die brauche ich auch nicht. So viel geiles Zeug hier. Auch hier so Entwicklungs-Items mehrfach haben. Also Mondstein bestimmt. Razor Claw ist ja für. Ich glaube, das war die fürs Nibuna. War ich zu bezweifeln, dass ich es das mehrfach bräuchte, aber ganz ehrlich, ich behalte es trotzdem. Was war das nochmal? Was war nochmal der Secret Slab? Stimmt, ich weiß gar nicht, was das ist. Google ich später. Falls ich es nicht mehr vergesse. Habe ich die Box jetzt mitgenommen? Genau. So. Xatu! Mach mal die Box auf. Ich weiß zwar nicht, wieso wir das selbst nicht können. Dafür muss Xatu einmal schreien. Die sind wahrscheinlich Sprachschloss gesteuert. Sky-Gummi. Gut, das ist nichts Besonderes, aber was soll's. Kann man nutzen. Why not Card? Nice. Eine Wohingenau-Card. Das ist dann, glaube ich. Oder, na, müsste das sein. Das ist eins dieser Items, die man. Oh, die kriegt man. Ich wusste gar nicht mehr, die kriegt man alle so. Nice. Das sind diese blauen Items. Die kann man bei Glibunkel tauschen. Das sind. Ich weiß nicht mehr genau, was die machen. Ich dachte eigentlich, es wären Entwicklungs-Items, aber nee, das sind. Glaube ich. Items, die halt irgendwie spezifisch für dieses Pokémon. Genau. Dann Werte verstärken oder so. Das zum Beispiel. Genau. Spezialverteidigung. Und muss sogar nur in der Tasche getragen werden, nicht beim Pokémon selbst. Allerdings natürlich nur für Wynaut und Wobbluffet. Okay, ich weiß doch nicht, welche sind das? Wynaut, nee, das war nicht Wynaut, genau, ne? Das war was anderes. Ich weiß nicht, welche Pokémon es sind, aber ja. Cool. Ah! Und hier kriegt man jetzt auch noch einen Tipp. Wynaut Tail und Wynaut Card zusammen kriegt man zum Beispiel nochmal ein geiles Item für. Ein stärkeres quasi. Das ist auch interessant. Charizard fangen. Mit dem Spezialangriff. Und das könnte man zum Beispiel mit der Charizard Claw tauschen. Nice. Cool. Snorlax, das ist Relaxo, da bin ich mir sicher. Ja, für Munchlax und Snorlax. Und Gabite, Garchomp. Habe ich vergessen, welche Pokémon das sind. Garchomp sagt mir zwar was, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was das ist. So, die hebe ich jetzt mal auf. Erstmal, weil ich nicht mehr weiß, wie es mit dem Tauschen geht. Das muss ich mir nochmal durchlesen, wie es mit Glibunkel funktionierte. Und dann kann ich den ganzen Rest verticken. Was ist denn hier was Interessantes? Wie zum Beispiel Belebersamen? Tatsache. Und, nachdem ich jetzt vorhin das Problem mit, aber das sind die Schwachen, das sind die. Nicht. Schade. Sonst hätte ich jetzt gedacht, so ein paar Steine mal zu werfen wären vielleicht ganz gut wegen den Dictries zum Beispiel. Scheinbar sieht es aber ein bisschen schlechter dabei aus.
Okay. Dann würde ich aber sagen, ich renne jetzt im Kreis mit diesem Mund hier herum. Ich versuch's zumindest. Geht nicht so gut. So. Ich mache jetzt für heute erstmal Feierabend und ja, ich frische jetzt mein Inventar so weit auf, dass ich wieder bereit bin für Erkundungen und dann beim nächsten Mal können wir uns wieder in Ruhe um den Alltag als Erkunder kümmern. Bis dahin. Ciao.